Hallo Leute, der Grauton hier mit einer kleinen Info zu den ersten Folgen dieses Let's Plays. Ich weiß noch nicht genau, wie viele es werden. Ich streame WWE 2K22 jetzt ja doch und habe mich dafür entschieden, die Copyright-Musik anzulassen, weil ich finde, es ist sehr antiklimatisch, wenn die Theme-Songs nicht spielen und so weiter. Und das hat bei WWE 2K20 eigentlich auch ganz gut geklappt. Da gab es hier und da mal eine Beschwerde wegen dem Theme-Song. Aber an sich hat es keine großen Probleme gemacht. Was ich unterschätzt habe, ist, dass bei WWE 2K22 jetzt auch im Menü permanent verschiedenste Copyright-geschützte Musikstücke laufen, sodass ich pro Video einfach so 4, 5, 6, 7 Claims bekomme. Und das ist mir dann doch ein bisschen zu riskant, ehrlich gesagt, dass da doch irgendwann mal ein Strike draus wird. Deswegen sind die ersten Folgen dieses Let's Plays gecuttet. Ich habe mir jetzt für die folgenden dann eine Lösung ausgedacht. Aber ja, solange ihr diesen Vorschnitt hier vor den Folgen seht, sind sie ein bisschen gecuttet. Ich versuche es möglichst so zu machen, dass ihr da nicht allzu viel verpasst dadurch. Aber ja, damit ihr Bescheid wisst, wenn plötzlich mittendrin mal ein Cut ist, dann liegt das daran. Und natürlich, dadurch, dass es eine Streamaufzeichnung ist, gibt es eben auch keine Verabschiedung am Ende der Videos, bis auf das letzte, wo der Stream vorbei war. Genau, das war's von mir und damit viel Spaß mit My Rise in WWE 2K22. Nee, anderthalb. Royal Rumble habe ich ja geguckt. Sehr gut. Woman Who Fight Pot. Coole Sache. Cole ist ein nicht zu unterschätzender Kämpfer. Damit hast du mindestens ein paar Minuten Analyse im Pot verdient. Aber ich bin nicht immer so leicht zu beeindrucken. Als Wrestling-Journalisten verlange ich viel von einem Spaßer. Cole? Adam Cole, Baby! Okay, ich glaube, wir haben jetzt aber tatsächlich alles ausgeschöpft. Ali ist halt wirklich so unfassbar, dass sie ihn da 2 Jahre versauern lassen, ja. Was ja auf der anderen Seite irgendwie zeigt, dass sie wissen, wie gut er ist. Und dass er in einer anderen Company halt definitiv ein Asset wäre. Ali wäre halt auch so jemand, ne? AEW ist viel zu voll, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, Mustafa Ali kommt in dieses Roster auch noch dazu. Nice, würde ich mal sagen. Been hearing good stuff about you. Even Todd and Security is talking up your training No matches. DQ. Speaking of Todd, Paragon J. Pierce keeps asking Todd to park his car like he's a valet. I need someone to put Paragon in his place. I'll even ask the coaches to let you take off the training wheels. Nice, machen wir. ROH geht ja auch noch oder Japan, ja. Lippen sind groß, echt der Hammer. Alles ist der Hammer. Jetzt ist die Frage, wie hole ich Waffen unterm Ring hervor? Steht aber ganz schön schnell wieder auf, der Paragon. Nee, so gehe ich hoch. Aha. Fangen wir mal mit dem guten alten Kendo-Stick an. Ey! Na, mein Judah, das wäre aber sehr optimistisch.
Den haben wir kaputt. So. Was haben wir denn hier noch so? Ein Stuhl. Bam. Und wieder dieser Move. Au. Oh! Wag es ja. Oh! Der hat mein Signature geklaut. So, unprotected chair shots. That's how we roll. Der Sack. Oh Gott. Au! Ich finde es aber tatsächlich gut, dass man mit dem Stuhl ausholen muss und so erstmal. Oh Gott, mir geht's nicht gut. Oh. Huh. Come on, ich muss meinen Finisher durchbringen. Nee. Oh Gott. Au. Och, ich krieg einfach gerade keinen Move mehr durch. Au. Okay, ich krieg aber gerade wirklich einfach... Come on, du musst durchgehen, Finisher. Das war enger als mir lieb war. Hier, ich war mir übrigens bei der Szene kurz nicht sicher, was Richard gefragt hat. L'amour mögen sie Vögeln. Gibt nichts Besseres zu wie in der Exekution. Ja, ich bin echt gespannt, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt. Aber allein schon zu sehen, wie emotional Punk zum Beispiel darauf reagiert hat, zeigt, dass das was Großes werden kann und hoffentlich wird. Ja, das ist wirklich so, das war für mich, als jemand, nochmal, ich war, bevor CM Punk wiederkam, war ich mir nicht sicher, ob es einen CM Punk im Wrestling noch braucht, weil er auch immer wieder betont hat, er hat die Leidenschaft fürs Wrestling verloren und so weiter, und da jetzt einen CM Punk sitzen zu sehen, der weint, weil ihm Wrestling so wichtig ist, und dass ihm Leute sagen, hey, ich habe hier ein Foto von damals, und er sagt, ja, alles cool, ich weine einfach weiter. Das hat mich irgendwie unglaublich berührt. Genau wie William Regal jetzt zu sehen, der geweint hat im Ring. So, ich bedanke mich bei Church, Gehide, Nip, Phenomenal One und Traum gegen für den tollen Start in den Tag. Das Schreiben und Unterhalten mit euch.
Ich bedanke mich auch, Liefer. Schön, dass du da warst. Das freut mich sehr und bis demnächst. Hier sage ich, muss jetzt auch ins Bett, bleibe aber im Lurk. Gute Nacht zusammen und viel Spaß noch. Hey, Todd nutzt kein Social Media, aber er hat mir erzählt, dass Paragon sein Auto inzwischen selbst parkt. Zwar auf zwei Parkplätzen, aber immerhin. Er scheint es kapiert zu haben. Siehste. Aber ich glaube, dann sind wir jetzt tatsächlich durch, oder? Road Dog können wir nochmal ansprechen. Nip ist auch weg. Oh, jetzt geht's ja los. Jetzt geht's ja los. Alle hauen sie ab. Gute Nacht, Nip. I was watching some older stuff on the network the other day, and it got me thinking how cool it would be to have a hardcore match. But it's pointless Ich hatte since the coaches gerade, would never ich, let also us do ich it. hatte gerade erst eins. Well, what if, and hear me out on this, we did it super early Also in the ich morning hatte gerade before erst ein anyone got Hardcore-Match, here? aber. How would we even get in the building? I'm boys with Todd, the security guard. He gave me my own key. That guy really is bad at his job. We'd come in here bright and early, have our hardcore match, clean up all the plunder, and no one Ja, finds weil bei out. Hardcore Matches auch Trust niemand me, verletzt it'll wird. be fine. Ja, let's go. My gut's telling me this could be a disaster, but for some reason, I still want to do it. You got yourself a hardcore match. Der frühe Vogel fängt das Hardcore Match. Na, aber allein sowas, dass das halt nicht kohärent ist im Storytelling. Ich hatte gerade eben erst ein Hardcore-Match, was die Coaches erlaubt haben. Und im nächsten Moment kommt, ja, das würden die Coaches niemals erlauben. Oh, ein Baseball-Bat. Fuck, ich dachte, er verfehlt mich. Ja, das wollte ich zwar nicht, aber komm, hol mal einen Sledgehammer auch noch raus. Tja, Chase, ich glaube, das war keine so gute Idee von dir. Okay, hau. So, Finisher und fertig, würde ich sagen. Grüße an Alex und Steven, würde mich sehr freuen. Tschatschki, bleibt mir ja nichts anderes übrig. Nachti. Niklas natürlich auch. Wir grüßen Sie alle. Ich komme einfach nicht über das Sounddesign hinweg. Ja, das wird besser, wenn wir in den Hallen erstmal sind. Oh. Guys, what the heck? It was like this when we came in. Clean it up now.
and then come find me. We're gonna have a little talk. So, give it to me straight. Who do I blame for what went down out there? Da bin ich jetzt einfach mal ehrlich. I'll admit, I floated the idea, but Chase was the one who convinced me to do it. He even had a key to let us into the building. Freaking Todd. Yeah, if anything, it's Todd's fault. Stop trying to throw people under the bus, both of you. Man, you two are snitches. And snitches get riches. That's not how the saying goes at all. So here's the deal. Doch. Since you both are to blame, and you both seem to love hardcore matches so much, I'm gonna let you have another one to get it out of your system. Only this time, it's going to be under Iron Man rules. Is it gonna be a triple threat with Todd? Since you know he was also to blame. No. And don't ever do anything like this again, or the punishment will be 10 times worse. Now get out of here. Was ist mit Chase plötzlich los? Oh Gott. Ach, come on, dann hau ich daneben. The fuck? Oh, ich dachte, es wäre ein Pin. Wir sind einfach immer kontern. Finisher Nummer 1, hoffe ich. Ach, wenn er auf dem Bauch liegt, kann ich das machen. Okay, ich verstehe. Pinfall! Signature. Oh, ein Roller. Nee, nee, nee. Ich will das hier gern zu 0 gewinnen, wenn es geht. Unwahrscheinlich, aber... Oh Gott. Das sieht nach Signature aus. Ja. Nee, das wird kein zu 0. Das wird kein zu 0. Oh. Kick out.
Yo. Mir vor als bei einem WrestleMania Main Event. Nun lass mich doch mal in Frieden. Sag mal. Knie oben. Oh Gott, krass, ich kann nicht mal am Konter aufstehen. Ach komm und. Och man, jetzt hat er daneben geboxt. Wie geht das denn? Finisher. Ja, zu null wird es wahrscheinlich nicht werden. Aber das hier dürfte das 2-0 sein. Außer es ist ein Roadbreak. 2-0. Wie es einfach immer gekontert wird. Ach, Chase. Warum? Er steht da oben, man drückt Viereck und das Spiel behandelt es so, als würde man daneben schlagen. Warum? Das erschließt sich mir nicht. Suplex und Finisher. Bist du sicher, dass du weitermachen willst, Chase? Das scheint mir nicht die klügste Entscheidung zu sein. Ah, das durfte er durchkriegen. Das durfte er durchkriegen. Oh! Finisher! Macht er aus irgendeinem Grund nicht. Natürlich werde ich gekontert. Knees ab.
Und Finisher. Achso, 15 Minuten geht das Match. Sorry, die Kamera ist davor, ja. Wir sind jetzt bei 6 Minuten geht's noch. 5-0. Bald hat er mich aber auf jeden Fall einmal. Finisher! One, two, three. 6-0. Ah, daneben. Oh, jawohl. Konter in den Finisher. Sehr nice. Dass sowas geht, ist cool. 8-0. Warum? Das ist so dumm. Aber er verfehlt auch. Sehr gut. Ja, Chase. Das war eine sehr dumme Idee von dir. Noch 1 Minute 52. Elbow Drop und Pin. One, two, 9-0. Finisher.
Schaffen wir noch das 10 zu 0? Lese Kommentare gleich nach dem Match. Warum kriegt er noch den Gnadenpunkt? Wir werden sehen. Es sieht nicht danach aus. Oh, noch ein Konter. Vielleicht doch, wir werden sehen. Noch einen unfairen Pin versuchen. Ah, Zeit vorbei. 10 zu 0. Sehr gut. So, aber warte, ich mache einmal ganz kurz den Chat auf dem großen Bildschirm an. Dann kann ich da schneller gucken. Church, du musst nicht antworten, wenn es dir zu privat ist, stehen du und liefere euch näher. Also erstmal sitze ich gerade auf meiner Couch, ich stehe gerade gar nicht. Und außerdem ist es hier in Japan und ich in Norwegen. Das ist ja auch nicht nah. Gut wortwörtlich genommen. GG, also. Aber erste Antwort, nein, wir kennen uns quasi nur durch Pen and Paper. Ah, okay, durch das Haus war ich nicht. Ach, ein Lemur nennt sie in die YouTube-Kommentare auch Mapetui Etuel. Oder so. Oder wie man das in eurer Sprache sagt, mein kleiner Stern. Das ist für mich auch völlig okay, wenn sie mich Asi nennt. Wie lange geht das Match eigentlich? Ich sehe gar keine Zeitangabe, 5 Minuten. So viele Elbows, wie wäre es mit Kairis Insane Elbow als Move? Können wir aber gucken, ob es den gibt. Danke fürs Erklären, Church. Aber ich finde es immer wieder sehr bemerkenswert mitzulesen. Auch auf Französisch und so richtig gut. Sozusagen ist sie ein Hardcore-Lamour-Anhang. Haben ein paar, die sehr in Charaktere investiert sind, waren. Ich glaube, Liefer kann deutlich mehr Französisch sprechen und schreiben. Ich kann maximal noch ein paar Worte, trotz jahrelangem Unterricht. Ich finde es aber auch total Spaß, mit meinen Charakteren und Kommentaren zu schreiben und euch da zu interagieren. Das ist wohl wahr. Naja, wer sehr investiert ist, merkt man ja eigentlich schon, oder? Was ich euch noch fragen wollte, bei Pen Paper bin ich nicht auf aktuellem Stand. Kann man auch ohne großes Vorwissen wieder einsteigen? Ja, ich glaube, man kommt schon immer wieder rein. Aber es ist halt schon eine zusammenhängende Story. Ne? Also, nicht alle Folgen sind gleich wichtig, sage ich mal. Aber ich glaube, man kommt schon wieder rein. Also, das wird schon gehen, denke ich. 10! Ja, 10 zu 0 ist, denke ich mal, eine Ansage in einem Ironman-Match, oder? Kann man mal machen.